zusammen, heute geht es der Mimi Box Cinderella Edition an den Kragen. Die habe ich ja schon vor Wochen bestellt gehabt, zusammen mit der Tinkerbell Box. Die Tinkerbell Box, die tue ich euch einmal hier, tue ich euch auf der Blume da einmal verlinken. Das Video habe ich nämlich auch gerade extra abgedreht, weil es die beiden Boxen jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt noch zu kaufen gibt, weil die restockt worden sind. Englisch, Deutsch. Also die Bestände sind wieder aufgefüllt worden und ich weiß nicht, wie viel es davon gibt. Und falls es den einen oder anderen interessiert, deswegen zeige ich die Boxen schnell, damit ihr gegebenenfalls noch zugreifen könnt. Warum ich einen Frosch im Hals habe, könnt ihr auch in dem Tinkerbell-Video erfahren. Da ist mir ein kleines Malheur passiert. Auf jeden Fall kostet diese Box 29 Dollar plus 6,99 Dollar Versandkosten. Wenn ihr es vor Weihnachten noch haben wollt, 18,99, das wären dann die Expresskosten. Und ich bin da guter Dinge, weil ich habe ja selber auch noch eine per Express bestellt, beziehungsweise zwei diese Weihnachtsboxen, dass die noch vor Weihnachten ankommen. Ich hoffe. Ich habe jetzt allerdings auch nicht drauf geachtet bei den Boxen, weil mein Internet aktuell so lahmarschig ist, wann die verschickt werden. Also ihr müsst natürlich darauf achten, dass da direkt steht in Stock. Also das heißt, die sind da und wenn ihr Express wählt, dass die dann auch tatsächlich noch im Laufe der Woche rausgehen und nicht erst, dass da steht Versand 3. Januar. Ja, dann wird es natürlich vor Weihnachten eng. Also ich zeige euch jetzt einmal die Cinderella Box. Und wir fangen mal der Reihenfolge noch an mit einem... Was ist das? Ein Lip Cream Matt Finish für 29 Dollar in der Farbe Rhodes 01. Das ist auf jeden Fall eine schicke Verpackung. Kann man hier vielleicht auch erkennen. Das ist alles so ein bisschen dieses... Was für ein Muster ist das? Ein Zebra? Könnte ein Zebra sein, ne? Also das ist kein Nagellack. Das ist tatsächlich ein... Wie nennen Sie das? Lip Cream. Apply a layer of lip cream for a natural pigmentation. For more volume and gloss, apply multiple layers. Or a lip gloss over lip cream to add extra shimmer. Ja, ein Lip Gloss hatte ich in der Tinkerbell Box. Ja, oje. Ja, ohne Spiegel ist das echt dramatisch schlecht. Riecht nach nix. Ist relativ flüssig, also wie so ein Lipgloss. Dann haben wir, also die Verpackungen sehen alle total schön aus. Ich zeige euch das mal, wie das hier so drin liegt. Moment, der lag bestimmt andersrum. Den habe ich bestimmt rausgeschüttelt. Also so sieht das aus, wenn das hier ankommt. Es sieht, auf jeden Fall ist es echt voll. Es ist jetzt nicht so, dass ihr so eine große Box habt und da so ein Viertel oder sowas gefüllt ist. Es liegt eben daran, dass das fast immer alles Full-Size-Produkte sind. So, dann haben wir ein Setting Powder von Color World. Sieht auch total klasse aus. 24 Dollar. Entweder Orange oder Lavendel. Randomly selected from orange or lavender. Okay, das ist also entweder ein Puder, den ihr so tragen könnt oder eben ein direkt über eurem Make-up. Und jetzt bitte lasst es Lavendel sein. Ich weiß noch nicht, ob das nur der Geruch sein soll. Weil ich stehe ja so auf Lavendel. Orange. War klar, oder? Aber das ist bestimmt nur der Geruch. Oh, guck mal, das kommt sogar mit so einem eigenen Powderpuff. Ich rieche jetzt nichts, weil das noch verschlossen ist. Und da mir eben schon ein Malheur passiert ist, mache ich das jetzt nicht nochmal auf. Aber vielleicht könnt ihr erkennen, dass die Farbe relativ hell ist. Und das ist immer das Schöne an diesen Boxen, dass es wirklich auch relativ häufig immer helle Farben sind. Gefällt mir sehr gut. Ich mag Puder. Dann haben wir ein Blush,
32 Dollar von Eclair. Ach, da, wo der Lipgloss auch her war eben gerade. Diese Lip Cream. Der ist nochmal extra eingepackt, aber ich sehe gerade, das sind zwei. Warum habe ich denn zwei? Das sind nicht zwei, das sind irgendwie zwei verschiedene Packungen. Puh. Jetzt müssen wir mal lesen. Also 32 Dollar Soft and Sheer Coral Pressed Powder Blush. Use a brush to apply the blusher and gently blend in. Ach, das ist bestimmt, das eine ist das Blush und das andere ist die Schachtel dafür. Ja, tatsächlich, das ist die Schachtel. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen. Ich habe da natürlich, also die Ditcher waren da eben nicht drin. Dafür bin ich verantwortlich und jetzt habe ich den Schirm irgendwie anders hingestellt. Der ist sowieso schon kaputt. Blödes Ding. Naja, geht, ne? Also ich muss, da muss ich nochmal mich in Ruhe hinsetzen und versuchen, das da reinzufummeln. So, dann haben wir als nächstes von Tony Moly eine Make-up Base. Ne, gleich, das ist mehreres. This Multifunctional BCDation from Tony Moly is a Make-up Base, BB Cream, CC Cream and Foundation all in one. Gibt so ein silky smooth 3D Effekt. Sehr cool. Ja, auch das ist dabei. Jetzt haben wir, ach, die kostet 24 Dollar. Dann haben wir Anus Double Act Curling Essence. Apply, komm her, ich krieg's nicht raus. Directly over towel dried hair. Bla bla bla. Hair to give a moist, lustrous finish to your locks. Locks. With natural plant extracts. Okay. That improves your hair healthy, shiny and charm and charmful with trend style. Och, du lieber Himmel. Ja. Klingt ja auch sehr cool. Das ist also für die Haare. Das haben wir schon mal rausgehört. Ist auf jeden Fall eine Full Size. Das kann man gut erkennen. Und das wird anscheinend auch nicht ausgespült, wenn ich das richtig verstehe. Nee, also das gibt man einfach direkt auf die handtuchtrockenen Haare. Beziehungsweise Reapply After Blow Drying Hair. Ja. Also für glanzvolles, gesund aussehendes Haar. So wie wir das in der Werbung immer sehen. Kostet 6 Dollar. Dann haben wir einen Concealer von McQueen. Das erinnert mich jetzt gerade an Lightning McQueen, das kleine rote Auto. Das sieht so aus. Das sind zwei Seiten, kostet 14 Dollar. Und zwar haben wir einmal, ach, das ist noch zugeklebt. Ah, da ist noch so eine Sperre hier. Gewollt. Auf der einen Seite ein, was habe ich gesagt, ein Concealer soll das sein, ne? Ja, genau. Apply small amounts of each concealer over areas with darkened spots or signs of fine wrinkles. Also, kleine Fältchen kann man damit auch überschminken. Der dachte, ich glaube, der ist gar nicht so dunkel. Das sieht bloß bei dem Licht hier jetzt so aus. Also einmal in dieser Lippenstiftform. Jetzt habe ich natürlich diesen Sealer kaputt gemacht. Und einmal, ja, mit so einem Schwämmchen-Applikator.
Ja. Kostet, Moment, da bin ich froh, dass ich auch eine relativ helle Sorte erwischt habe, weil das scheint es auch in dunkler zu geben. Wobei, man weiß es nicht. 23, vielleicht in 21 sogar noch ein Tick heller. Aber ganz weiß bin ich ja auch nicht. Kostet 14 Dollar. Und jetzt kommen wir zum letzten, eine Mascara. Die sieht so aus. Und zwar kostet die 10 Dollar. Die ist von Ladykin. Und das ist so ein kleiner Ball. Und das habe ich in... wo habe ich das gesehen? Aha. In irgendeinem Video von einer amerikanischen YouTuberin. Und das ist aber nicht von Ladykin gewesen, sondern irgendeine andere Marke. Ich weiß es nicht mehr. Und habe gedacht, ah cool, so ein Bällchen. Und jetzt habe ich auch so ein Bällchen. Könnt ihr es sehen? Das ist nur so ein kleiner Ball. Der ist auch sehr beweglich hier im Gelenk. Use the stick part of the brush to curl up lashes. Ach was, da, also dieser wabbelige Part hier, hier zwischen. And then take the rounded part of the brush to accentuate and fill in either upper, lower or full lashes. Mhm. Ja, muss ich ausprobieren. Habe ich noch nie gehabt, so eine Variante. Ich meine, bei der Dame hier auf dem, auf der Packung sieht es ja klasse aus, ne? At the Party Long and Perm Mascara. Cool. Sieht auf jeden Fall relativ nobel aus. Ich finde auch die, das kleine Logo ganz süß. Könnt ihr das sehen? Das ist eine Frau, die aussieht wie Mary Poppins mit einem kleinen Hund. Oder nee, eine kleine Katze ist das, ne? Mary Poppins mit einer Katze. Ja, das ist meine Cinderella Mimi Box. Und da rechne ich euch jetzt einmal zusammen, was die gekostet hat, weil die... was sie gekostet hat, was die für einen Wert hat, weil die Tinkerbell hatte einen Wert von 91 Dollar. 139 Dollar! Mein lieber Scholli! Ich meine, davon mal abgesehen, dass das wahrscheinlich alles so Preise sind, die ein bisschen... Ach, es juckt wieder. Die so ein bisschen, ja, höher angesetzt sind, als sie vielleicht tatsächlich kosten. Wobei, es klingt gar nicht so. Ich meine, wenn die für dieses Haarzeug 6 Dollar einrechnen, klingt mir das gar nicht zu viel. Ja, Hammer. Also ich bin mit beiden Boxen super zufrieden. Die Tinkerbell-Box verlinke ich euch einmal hier auf der Blume. Dann könnt ihr da noch einmal gucken. Und wie gesagt, jetzt brandaktuell gibt es diese Boxen beide noch zu haben. Und auch noch, glaube ich, die Little Mermaid-Box. Die habe ich allerdings nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die könnt ihr auf meiner Facebook-Seite sehen. Irgendjemand hatte die gepostet. Ansonsten einfach googeln, dann findet ihr die sicherlich auch. Aber ich weiß, dass die war, glaube ich, nicht so mein Ding. Und da war ich ganz froh, dass ich die tatsächlich nicht genommen hatte. Die hatte ich eigentlich nicht genommen, weil ich befürchtet hatte, Blautöne zu kriegen. Aber das war, glaube ich, gar nicht so das Problem. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Auf jeden Fall habe ich die Box nicht. Deswegen kann ich sie euch nicht zeigen. Ja, das war's für heute. Zwei Boxen-Videos von Mimi Box und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Alle Infos zur Mimi Box inklusive 5 Dollar Gutscheincode schreibe ich euch unten in die Infobox.